sein, ne? In meinem Knie kracht's. Wenn du wirklich nicht mehr weiter weißt und die Nebelwand zum Boss hast, helfe ich dir sehr gerne, aber in diesem Gebiet sind so geile Secrets, die solltest du selber finden, finde ich. Ja, das finde ich auch. Da stimme ich zu. Also wenn ich beim Boss vor dem Bossraum stehe, dann könnt ihr mir schon gerne nochmal Tipps geben und sagen, schau dich mal nochmal um. War das vorhin hier schon offen? Oh Gott! Alter, ich erschreck mich jedes Mal. Diese blöden Viecher. Heiliger Strohsack. Dreimal schwarzer Kater. Bitte lass mich nicht sterben. Eis erhalten. Uiuiui, willst du etwa heute in meine wunderschönen Augen gucken? Mäutchen, hallo. Kann nichts Ungutes erkennen, aber die Stiefelchenkekse sind alle Bruch. Oh no! Aber das habe ich mir tatsächlich schon gedacht durch den Versand, dass das vielleicht kaputt gehen könnte. True, true. Aber schmecken doch trotzdem lecker. Sind ja Krümel. Kann man ja trotzdem essen. Finde ich. Okay, also wir haben eine Truhe da noch. Und wir haben ein verschlossenes Teil. Wir haben kein Feuer. Wir haben unfassbar viele Gegner gehabt. Wir haben einen Shortcut. Wir haben hier einen Bereich. Miniboss? Ein Drache oder sowas? Warum liegt da hinten ein Item? Das ist doch eine Trap. Werde ich wieder beschossen von irgendeinem Podest? Da hinten liegt auch ein Item auf dem Tisch. Das ist ein riesengroßes Feuer. Hm. Okay, keine Trap. Glück gehabt. Oh, wer klebt denn da in der Ecke? Was ist das? Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Da ist ein Feuer. Können mich meine kleinen Füße schnell genug tragen? So früh am Morgen am Daddeln? Das ist ja wild. Wusste nicht, was passiert. Oha. Ja, ich habe ja, also mein Praktikum ist vorbei und ich streame jetzt, wenn ich streame, immer ab um 9. Also, wer Bock hat, darf da natürlich gerne mal reinschauen. Und ich werde wahrscheinlich in nächster Zeit meistens von Freitag bis Montag streamen. Und Alucard, guten Appetit, lass dich schmecken. Und dann schwinge ich mich wieder in meinen Keller. Ja, ich bin aber gespannt, wann du damit fertig bist. So ist jedenfalls erstmal der Plan. Und ich werde wahrscheinlich immer am Sonntag für die Woche danach, für die kommende Woche, einen Streamplan unten erneuern in den Infopanels. Also da dürft ihr gerne reingucken. Runter und da hoch anscheinend. Bin ich jetzt schon zu weit gegangen, theoretisch? Aber eigentlich war das ja jetzt nicht der Boss.
In der gottlosen Hauptstadt? Da bin ich zu Hause. Was? Okay, aber die Sache ist, wenn wir uns da jetzt ransetzen, haben wir halt auch ein Problem. Ausstrecken und Knochensplitter. Weil, ja. Oh, hier fällt auch eine Leiter runter. Kann ich den da treffen? Fällt der da vielleicht einfach runter? Ich will halt nicht, dass die Gegner alle wiederkommen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber ich will da auch nicht nochmal durchlatschen. Den Filter kannst du ja wieder ausmachen. Willst du etwa meine wunderschönen, zauberhaften Augen nicht sehen? Den hast du doch erst vor 4 Minuten eingelöst. Aber ich kann den gerne wieder ausmachen. Wenn du es nicht ertragen kannst, mein wunderschönes, geformtes Gesicht. Ein Damage! Wow, da habe ich ja mich aus dem Fenster gelehnt. Okay, also die Flügel bieten dem anscheinend ein bisschen Schutz. Der ist sehr gut. Hier in den hohen Sack. Oh, vorbeigeschossen. Wie viele Punkte kriegen wir für den? Was denkt ihr, Leute? Was schätzt ihr? Übrigens will ich beim nächsten Boss mal gucken, dass wir so eine kleine Umfrage machen. Ich vergesse das immer komischerweise, bevor ich in den Bossraum gehe. Will ich eigentlich euch immer so eine kleine Umfrage zur Verfügung stellen, dass ihr halt abstimmen könnt und sagt und ja mitteilen könnt, wie viele Versuche ich wohl brauche. Also ihr werdet natürlich alle Easy First Try oder so abstimmen, ist ja klar. So, nicht anders. So. Hat er was liegen gelassen? Nee. Schade, Schokolade. 59.000 haben wir jetzt. Ja, komm, wir gehen nochmal zurück, oder? Also, leveln. Und dann gucken wir, dass wir... Den Ring kann ich dann auch ablösen. Den brauchen wir jetzt nicht. Ich dachte, das geht zu 60 Sekunden. Nee, ich muss das immer selber ein- und ausstellen und deshalb ist das immer so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal wird sich der Filter länger, manchmal ist der Filter ein bisschen kürzer, weil ich das dann auch manchmal vergesse. Aber ich habe das tatsächlich noch nicht hinbekommen, dass ich das irgendwie mit so einem Hotkey verbinde und dass das dann in meinem PC auch irgendwie ausgelöst wird. Das habe ich irgendwie noch nicht hingekriegt, leider. Gottlose Hauptstadt. Okay, wir reisen zum Feuerbandschrein. Und Leute, falls ihr den Indie noch nicht kennt, schaut da gerne mal rein. Lasst da gerne mal ein kostenloses Follow da. Sehr sympathischer Streamer. Du hast gestern noch, hast du Control gespielt? Bei Carrion oder irgendwie sowas hast du gestern? Tu's nicht? Doch. Ein Shoutout. Ich habe ja keine Clips oder so. Leider. Der ist furchtbar, der Indie. Ja, ein ganz mieser Peter ist das. Ein ganz frecher, mieser Peter. Aufsteigen. Okay, was brauchen wir jetzt? Ich glaube, ich gehe weiter in Stärke. In Kondition und in Leben. Ich glaube, das sind so meine 3 Specs, die ich gerne leveln will. Farewell, Ashen One. So, dann haben wir, glaube ich, einen Knochensplitter gekriegt. Und dann werden wir mal einmal kurz das machen, was der Alucard gesagt hat. Und reisen einmal dahin. Krank! Oh nee! Das habe ich gestern nicht gehört. Ich war gestern komplett im Lurk. Ich habe, glaube ich, gestern gar nichts mitgekriegt, was ihr gestern gemacht habt. Ich habe gesehen, dass du spielst, dass du streamst und bin dann auch direkt in den Lurk gewandert. Aber das wäre natürlich kacke, dass du krank bist, denn auf jeden Fall eine gute Besserung.
Aber zurzeit sind echt viele Leute krank. Also wir waren ja gestern auch beim Tierarzt gewesen. Und da meinte die, weil ich halt für Dienstag einen Termin geholt habe, meinte die auch so, naja, es kann sein, dass der Dienstag vielleicht gar nicht stattfinden wird, der Termin. Ich sag, warum? Naja, hier sind alle krank. Von 20 Leuten, die hier normalerweise arbeiten, waren es irgendwie nur 8 oder so, die gerade am Start waren. Also, das war schon... Das ist schon zu merken. Aber du hast kein Corona, oder? Aber danke für die lieben Worte. Ich habe gestern Ach, Outlast! Stimmt, Outlast hast du gespielt. Das stand auch im Titel erst drin. Aber da ist Indy ja so unerschrocken und hat keine Angst. Aber hast du echt durchgespielt? Hat dir gefallen? Ach, ich weiß, wo du gestern, glaube ich, rumgelaufen bist. Als ich eingeschaltet habe, warst du, glaube ich, gerade in dem einen Bereich, wo du... was war denn das nochmal? Das war schon relativ bald am Ende. Ich kann ja jetzt nicht sagen, dass du da in so einer Anstalt warst. Das ist natürlich klar, aber den Bereich kannte ich, wo du da rumgelaufen bist. Der hat mir auf jeden Fall was gesagt. Ich habe ja auch mal Outlast gespielt, Leute. Werdet ihr mir ja nicht glauben, aber ich habe auch mal Outlast gespielt. So, was ist jetzt hier los? Mit der Figur hier. What is wrong, unkindled one? Are you not a Lord Seeker? Head to the base of the High Wall and seek the Lords of Cinder. Is this not the calling of your kind since ages past? What is wrong? And are you not... Okay, der sagt mir halt absolut nichts. Da oben ist noch eine Leiter. Wie kriege ich... Was kann ich hier tun, damit hier irgendwas passiert? Ein Kronleuchter runterschießen oder so. Weil... Oder soll ich den angreifen? Nee, oder? Der schnupft schon wieder rum. Ich gehe mal einmal kurz zu Bruno. Was? Kein Bier? Ich bin aber auch nicht so der, der Biertrinker. Ich glaube, er hat sich verschluckt. Als Bilbo. Nee. Diese Katzen treiben mich heute schon wieder in den Wahnsinn, weil die heute einfach nervig sind. Zimmer League, irgendwas mit Lego. Ja, ja, hier. Da seid ihr. Zimmer League. Glubsch! Ja, das Hogwarts-Schloss war da. Es ging so zu viel Gelatsche in dem Game, keine Rätsel, aber es gab schon Gründe zu lachen. Darum geht es mir ja in Horrorspielen, dass er auch mal herzlich lachen kann. In Horrorspielen? Ich fand ich muss ehrlich sagen, ich fand Outlast am Anfang auch gruselig, aber danach war es halt wirklich nur noch ein Weggerenne. Und hauptsächlich, ja, du bist ja halt so machtlos. Es war dann irgendwann wirklich nur noch wegrennen und lächerlich. Also es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht... Und es ist auch von der Serie tatsächlich das beste Game, finde ich persönlich. Aber so im Großen muss ich auch sagen, ja, weiß nicht. Hat mich auch nicht so abgeholt. Die Frau macht dir eine Freude, wenn du sie haust. Aber muss man die wirklich töten? Also... Alucard meinte halt, hier passiert irgendwas, wenn wir hier irgendwas machen. Aber er hat nicht geschrieben, was. Und er sagte nur nochmal gucken. Aber ich weiß nicht, soll ich... Nein, schreibt Hiri. Die beiden Pferdemänner waren wild. Die Pferdemänner? Die Pimmelmänner? Aber hier kann ich ja auch nichts machen. Wie kriege ich denn da oben diese Leiter runter? Die muss ich doch kicken von oben. Hält die dann nicht darauf, auf die Person? Du kriegst von ihr ein krasses Schwert. Hallöchen, Hockey! Und Hallöchen, Johannes! Zurück zur gottlosen Hauptstadt! Wieso?
Warum? Ich dachte, ich muss hier jetzt erst was machen. Also soll ich jetzt hier nichts machen oder was? Ich bin verwirrt. Weil Alucard meinte, wenn ich das hier noch nicht gemacht habe, dann werde ich in den Katakomben nichts finden. Was da irgendwas... ist viel zu früh hier. Ah, okay. Na, dann gehen wir erstmal weiter. Aber dann gibt es noch in den Katakomben was? Da muss ich ja da wieder zurücklatschen. Wer soll denn sich sowas immer merken? Bei mir ist das halt so, wenn ich ein Gebiet fertig habe, dann denke ich, ich bin halt fertig damit. Und nicht, dass dann doch noch an der einen oder anderen Stelle irgendwas kommt, wo ich nochmal langlatschen muss. Schlag sie! Aber es wurde gesagt, es ist zu früh, Alucard. Schlagen? Also nicht mit dem Schwert, oder was? Sondern nur mit der Faust? Oder wie? Ich kann die doch nicht angreifen. Die Oma. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Typ, wenn ich ehrlich bin. Also ja oder nein? Man kann schon früher durch, wenn man die platt macht. Nur mit der Faust. Echt jetzt? Nicht mit dem Schwert? Aber dann muss ich ja mein Schwert ablegen. Oder wie kann ich... Kann ich das irgendwie machen, dass ich es nicht in der Hand habe? Wie kann ich denn theoretisch... Ich will doch jetzt nicht mein Schwert ablegen. Komm, kill sie mit Waffe. Also jetzt, was jetzt so? Mit Faust schlagen oder mit Waffe? Ihr seid sehr, sehr falsch in euren Aussagen. Aber die wird doch dann aggro auf mich. What is wrong, unkindled one? Das ist keine Frau, das ist ein Mann. Das ist ein alter, oller Priester oder sowas. Immer diese, echt jetzt, das triggert mich so hart. Echt, soll ich das jetzt wirklich machen? Also jetzt mit Faust, Alucard, sag jetzt wirklich. Alucard hat jetzt das Wort. Mit Faust oder mit Schwert? Faust oder Schwert? Ich kann ja auch einfach mal ranrollen. Zählt nicht. Ist egal mit was, einfach töten. What on earth? Lord, it must be my Schnauze. Und der Gelübde. Oh, lol. Stell das Becken bei der Statue des enthaupteten Ritters ab. Des Enthaupteten oder der Enthaupteten? Da sind ja zwei. Becken der Gelübde. Okay, aber wer soll da drauf kommen? Oh nee, das wird doch wieder... Oh nee, das wird ein Boss, oder? Becken bei Statue eines enthaupteten Ritters platzieren. Das in einer alten Zeremonie genutzt wird, in der die Ritter Lothrix ihre Schwüre ablegten. Heutzutage nur eine Formalität, ist aber als leere Tradition übrig geblieben. Platziere dieses Becken bei der Statue eines enthaupteten Ritters. Hinter dem Stuhl. Ja, ja, das stand ja da schon. Ach du heilige Scheiße. Katze macht komische Geräusche. It's a trap, Roar! Das ist der schönste Boss. Ist es Priscilla? Ist das ein Geist? Das ist die beste Waifu, Hallöchen, Avoka. Aber das sieht ja wirklich... Oh, das Schwert sieht ja schön aus. Haha, da kriege ich bestimmt auf den Sack. Kann man... Muss ich hier alleine spielen oder kann ich auch mit Leuten? Ja.
der bewegt sich sehr langsam derzeit noch. Oh, ich werde gegessen! Oh, Roundhouse Kick in my face, bitch! Oh, hat mein Charakter gerade selber gesagt, what the fuck? Hat mein Charakter gerade selber gesagt, what the fuck? Oder habe ich mich da verhört? Alter Schwede, okay, aber der... Das ist schon cool, aber warum muss ich da den Boss, den Priester töten, damit... Wäre ich ja niemals drauf gekommen. Was halt kacke ist bei der, ich kann nicht meine zweite Attacke immer nachsetzen, weil ich dann tatsächlich, das klappt tatsächlich nicht. Ich guck mal, ob ich da jemanden als Hilfe rufen kann, aber ich glaube wahrscheinlich eher nicht, wa? Muss man ja nicht, aber du hast es ja getan. Ich wurde genötigt vom Chat. Der Chat ist schuld. Chat ist schuld. Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts habe ich gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich hab nur 3 Bier getrunken. Darf man sich darüber echt lustig machen? Ja, schon witzig, ne? Evi wollte nur eine Flasche Bier trinken. Wollen wir mal eine Flasche Bier? Hier kann ich niemanden zur Hilfe rufen, oder? Oh, das war aber ganz schön eng eben durch den Raum. Ja, Digga, gleich am Anfang gegrabt. Wie soll man denn da angreifen können? Was ist denn das für ein Bullshit? Ich chill 20 Stunden auf dem Boden und dann macht sie einen Flächenschaden-Damage. Das ist ja super stupid. Aber das Leben hat mir echt ein bisschen was gebracht eigentlich, muss ich sagen. Also dadurch habe ich diese starken Angriffe eigentlich von ihr überstanden. Nur es war unglücklich, dass sie danach diese andere Attacke gemacht hat. Ich werde, glaube ich, das wieder machen. So richtig Dark Souls-like, so lobe ich mir das. Vielleicht scheiße ich auch auf meine Ruhe. Ja, weil guck mal, dadurch sehe ich halt gar nichts. Ist ja noch eine zweite Phase der Boss?
Seele. War gar nicht schlecht. Die hat uns ein paar Mal nicht getroffen, weil sie irgendwie so über uns ganz komisch rübergedreht hat sich. Das war eigentlich ein netter erster First Try. Der war eigentlich gar nicht so übel. Boss. Also mich würde es mal interessieren, ob sie noch eine zweite Phase hat, weil das wird, glaube ich, dann schon ein bisschen scheiße werden. Könnte ich mir vorstellen. Aber so an sich finde ich die jetzt, ja, die ist okay. Will die einfach heiraten? Ich glaube auch. Ey, das ist so krass, wenn man sich heilt, dass sie dann genau die Attacken machen. Wenn du ein schwereres Dark Souls willst, dann Lies of P oder das Samurai-Spiel. Hawkey, ich habe Lies of P doch schon durchgespielt und ich fand Lies of P nicht schwer. Außer den Endboss. Da habe ich wirklich zu strugglen dann gehabt. Aber muss auch leider sagen, dass ich bei dem Endboss halt echt in Arsch gegriffen war. Weil ich habe anders gespielt und auf was anderes gelevelt. Als dann... Ja, mir wurde das so ein bisschen vom Spiel tatsächlich verwehrt. Und ich sage ja jetzt nicht, dass Dark Souls nicht schwer ist. Also Dark Souls ist schon schwer. Zombielaub, Dankeschön für die Community-Punkte. Vielen Dank, wie geht's dir? Guten Morgen. Oh fuck, Alter. Ich hab's schon wieder nicht gesehen, weil ich die scheiß Seelen aufgehoben habe. Mit meiner dreckigen Gravel-Hand. Thank you.
bin ich denn lang gelaufen? Ich war total so orientierungslos. Okay, ich glaube, die ist tatsächlich noch ein bisschen zu stark für uns. Also entweder habe ich zu wenig Estos oder ich mache noch zu wenig Damage. Gut geht's dir? Das freut mich doch. Hallöchen, Peladrion, WB. An der Easy Peasy Lemon Squeezy Tänzerin ist Evi dran. An der Easy Peasy. Ja, wenn du halt dickfette Damage machst, dann ist die wahrscheinlich super stark. Super einfach. Aber ich finde die tatsächlich gar nicht. Doch, eigentlich ist sie schon leicht. Man muss halt gut ausweichen. Man darf sich halt, ja, genau, man darf sich halt nicht treffen lassen. Dann macht die halt auch eigentlich keinen so krassen Damage. Ich glaube, die Strategie, dass wir hinter ihr am Rockzipfel hängen, ist, glaube ich, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Weil wir dadurch relativ gut Damage machen. Aber wenn sie da sich so verweht und keine Ahnung was, das ist halt ein bisschen tricky, finde ich. Dann halt im richtigen Moment ausweichen. Okay, das ist eine Attacke, die kann ich noch nicht. Hallo? Jetzt nur mit den Dingern. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Nur mit den Brandbomben. Sprich, ich weiß halt nicht, wenn wir am Anfang auf Zeit spielen, sehen wir bestimmt, das ist genau das, was uns dann nachher fehlt. Vom Schlagen her. Mach einfach mehr Damage. Das ist der beste Spruch. Ja, oder lass dich nicht treffen. Ich frag mich gerade, auf welcher Stufe die Waffe von Evi ist und ob es nicht sogar bessere Waffen gibt. Ich möchte aber nicht eine andere Waffe haben. Ich will ja gerne mit der Eiswaffe spielen. Und meine Waffe ist jetzt gerade auf Level 3. Mir fehlt aber, glaube ich, ein oder zwei Funkeltitanit. Darum, ich kann da derzeit noch nichts leveln. Aber das müsst ihr bei mir mal euch so ein bisschen merken oder halt mitkriegen, so, wenn ich halt irgendwelche Souls spiele, wenn ich mich auf eine Waffe eingespielt habe, dann spiele ich die meistens. Stimmt, wir haben, glaube ich, noch eine Estus-Scherbe vorhin irgendwo gefunden gehabt. Eigentlich könnten wir nochmal ein bisschen mehr was hier rauskommt aus meinem. Das ist halt wieder diese Scheißverzögerung, ey.
war so klar, dass wenn sie da springen. Ja, wir kommen nicht drüber hinaus. Also egal, ob ich da noch dran komme oder werfe oder nicht. Ich glaube, ich muss echt ein bisschen entweder nochmal leveln. Hallo, ich bin Keter Peter. Den kann man ja auch halbwegs gut lesen, also erkennen, welche Attacken er macht. Ja, auf jeden Fall. Also die ist eigentlich nicht so schwer. Aber ich glaube, ein weiteres Level würde mir, glaube ich, schon... Würde mir, glaube ich, ein bisschen was bringen. Oder halt so ein Funkeltitanit, glaube ich. Das würde, würde mir, glaube ich, weiterhelfen. Ich glaube, ich nehme mal einen so einen Opferring. Und da gucke ich, dass ich noch einmal reingehe. Und dankeschön fürs Lurky Schmurky. Alucard, dankeschön. Und dann können wir uns wenigstens die Seelen mitnehmen. Ich habe gegessen. Sehr gut. Was gab's denn Leckeres bei dir? Eventuell vernünftige Tanzschuhe? Nee. Ich spiele immer ohne Hose. Bei mir gibt's keine, ja, wir könnten halt eine andere Rüstung oder so nochmal anziehen, ne? Das würde auch theoretisch gehen. Aber eigentlich ist das schon das Stärkste, was ich besitze. Ich habe nicht so viele Klamotten. Und die Sache ist, jetzt bin ich halt noch gut beweglich. Wenn ich da theoretisch sonst auf eine andere Sache gehe, dann bin ich wieder nicht so dynamisch. Das ist mir nix. Hallöchen noch blablabla. Fuck. Wie steht's? Bei mir gibt es jetzt erstmal Spaghetti. Oh, dann guten Appetit. Lass sie gut schmecken. Ey, das ist jedes Mal, dass ich verkacke, weil ich nicht sehe, was die für eine Attacke macht, wenn ich gerade meine Seelen hole. Oh, ich sehe sie halt nicht. Schmutz. Ich krieg halt zu viel Damage von ihr ab, glaube ich. Und jetzt frisst du mich. Also ich brauche ein bisschen mehr Leben. Und durch diese ganzen Effekte, du siehst gar nicht, wann die schlägt. Du siehst manchmal gar nicht, wann die schlägt. Das ist wirklich der Wahnsinn, weil da so viel Nebel und so aufgewirbelt wird. Schade. Bolognese könnte ich ja auch mal wieder machen. Das ist echt eine gute Idee. Ja, bei mir im Chat kriegt man immer sehr gute Ideen, was so Lebensmittel angeht. Da holt euch gerne immer ein paar Ideen ab. Oder wir probieren mal das hier mit dem, dass man langsam wieder... Leben herstellt. Wäre halt auch ganz cool eigentlich. Ja, aber ich glaube, da sind wir noch zu früh. Wir gehen mal, glaube ich, einmal noch mal unten in den Kerker rein. Und wir wissen ja auf jeden Fall, dass jetzt hier ein Boss ist. Und gucken hier, weil wir suchen ja noch das Zwiebelmännchen, Leute. Das Zwiebelino suchen wir noch. Ihr Po ist aber schon knackig. Okay.
von dieser Seite öffnen. Die hatte schon einen schönen Popo. Das stimmt wohl. Ich sag wo, wo, in den Po. Ich sag wo, wo, in den Po. Du willst von hinten in den Po? In den Po? Ach, South Park, das war schon witzig. Ich sag wo, wo, in den Po. Ich sag wo, wo, in den Po. Da unten sind ja dann alle Gegner wieder da, wa? Oh. Das ist schon scheiße. Ich meine, da können wir ja auch abkürzen. Aber wir haben ja noch diesen anderen Schlüssel. Vielleicht können wir ja mit dem noch was machen. Wir gehen jetzt hier erstmal Stück für Stück und clearen das alles wieder. Hätte man noch Pfeile und sowas kaufen sollen. Da habe ich nämlich nicht mehr so viel und auch Brandbomben habe ich keine mehr. Da ist der Shortcut. Aber hier irgendwo gab es doch noch so ein anderes Verlies. Was ist da hinten auf der anderen Seite? Unten war das, glaube ich. Hier unten war das, glaube ich. Das andere Verlies. Immer noch nicht öffnen. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Ja. Ich bin das wieder zu so einem Magen-Ding. Wie, das ist doch so eklig, dass es einfach aus seinem Bauch rauskommt, oder? Disgusting. Sag ich dazu. Überlegt mal, Leute, und es gibt echt Leute, die sowas hier spielen und dann No-Hit-Run-mäßig machen. Das ist wirklich crazy, oder? Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Da musst du halt auch die Bosse wirklich kennen. Und ich streng mich tatsächlich an, dass ich mir die Reihenfolge der Attacken merke. Aber es ist halt so valide und so unterschiedlich manchmal, dass du das gar nicht zu 100% so sagen kannst, welche Attacke denn jetzt da und da kommt. Ich ja hier gar nicht weiter. Da war ja auch noch ein Kind. Bin ich denn hier noch mal lang? Ach, hinten dann rumgelaufen, ne? Scheiße. Es gibt ja auch Leute, die Maden in ihre Wunden legen lassen. Soll super sein für die Heilung. Ja, ist auch so. Weil Maden fressen das Wundfleisch weg. Beziehungsweise
säubern halt die Wunde in bestimmten Situationen. Und es soll echt gut sein, ja. Habe ich auch schon gehört. Gut, also entweder vorbeischummeln oder nochmal hochgehen. Aber die stehen halt hier oben noch, ne? Ja. Deren Ernst? Unfassbar unfair sind die denn bitte. Haben die sich gegenseitig jetzt getötet? Zu Recht. Und die sind Schweine. Haben die hier runtergefallen? Nee, schade. Ich hätte die ja gerne jetzt hier gemeuchelt. Ach, da unten kann man jetzt auch noch lang. Warte mal, das machen wir mal auch. Kann ich hier runterspringen, Leute? Sterbe ich da? Nein, ich habe nicht mehr so eine Steine zum Testen. Scheiße. Nur Genick gebrochen, Leute. Alles gut. Sind ja auch noch eine Truhe. Ey, ist so eine Leiter? Yo, schon wieder so eine Scheiß schieß mich an Truhe, Alter. Oh Gott. Das müssten aber jetzt alle gewesen sein von da unten, oder? Ah, mein Gesicht juckt heute. Es ist so trocken in der Wohnung. Ich habe mit Bruno gestern tatsächlich auch inhaliert. Da ist das Zwiebelmännchen. Guckt mal, ich sehe doch seinen riesen Schädel. Den Dickschädel. Gottlose Flamme. Was ich mich halt frage, können wir diesen... den vielleicht sogar töten? Den Riesner? Oder sollten wir den nicht töten und erstmal mit Zwiebelchen reden? Weil vielleicht müssen wir den ja auch gar nicht töten. Ich meine, die anderen mussten wir auch umbringen. Oh, da kommt immer mehr Ratten raus. Ich hoffe, das ist nicht so ein Endlos-Ding. Wo die so nach so einem Intervall immer hier rauskommen. Weil da ist ja schon wieder einer im Anmarsch. Yo, da kommen einfach immer mehr. Ich glaube, das ist eine never-ending story, Leute. Vielleicht kaputt? Das war jetzt so meine Überlegung. Hit the road, Jack. But don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. But don't you come back no more. What you say? Thank you.
schon runtergezogen. Zwiebelmann. Pardon me, I was absorbed in thought. Oh, look at me, trapped like a rat. But you needn't worry. I've just been sitting here weighing my options. Moment has almost come. I just need a bit more time. My liberation requires a key. But the key is outside. A riddle for the ages. Der Schlüssel ist draußen, aber ich hab doch Schlüssel gefunden. My liberation requires a key. But the key is outside. Oh nee. Nein. Aber sag mir jetzt nicht, dass ich den Riesen hätte nutzen müssen, dass er das hier kaputt schlägt. Oder sowas. Der Schlüssel ist draußen. Für die Ewigkeit. Oben ist halt auch noch irgendein Gang. Da frage ich mich, wie kommen wir denn da hin? Weil da ist ja auch noch irgendwas. Bin ich da schon mal lang gegangen? My liberation requires a key. But the key is outside. A riddle for the ages. Ich finde den Schlüssel. Weil ich habe aber schon so viele Schlüssel und so viele Tore, die ich noch nicht öffnen kann. Das hier? Was ist das hier? Oh nee, wo geht's hin? Hoch, runter? Hier, da hätte man abspringen können, gerade auf eine Plattform. Ach cool, ein Bonfire. Ah, da kommen wir von da. Ah, und so schließt sich das Rätsel. Okay, das ist cool. Dann können wir also gleich runter zu ihm, theoretisch. Das ist doch nett. Und Sporling! Hallöchen, danke für die Community-Punkte. Ey, es hat sich was ergeben. Du wirst es nicht glauben. Dein Niece-Emote ist wieder zurück. Wir haben nämlich Emotes von Twitch bekommen. Ein Knochenfeuer. Okay, aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hoch? Aber ich weiß, wie wir da hochkommen. Indem wir hier die Leiter benutzen wahrscheinlich. Die haben wir diesmal leicht geschafft. Oh, Drachentöter, Blitzpfeile. Blitzpfeile haben wir gekriegt. Drachentöter, Blitzpfeile. Hier können wir ja nicht durch, ne? Dass wir eher zu ihm kommen. Also wir müssen wahrscheinlich hier nach oben. Mal gucken. Oh nein, und ich
und kein Zap. Ja, das ist sehr schade. Weil ich glaube, die animierten Emotes, die kann man nur nutzen, wenn man Subscriber ist. Sonst hast du ja halt Follower-Emotes, die du benutzen kannst. Da habe ich auch einige sehr schöne ausgewählt. Und ich glaube, man kann ansonsten für den ersten Sub halt auch noch andere Emotes nutzen, die halt nicht animiert sind. Ah, okay, dann sind wir jetzt hier. Aber es erklärt ja trotzdem nicht, wie wir da in dieses Gitter kommen, oder? Du willst mich doch verarschen. Das Spiel hat gezeigt, es wird mich veräppeln, Leute. Ich bin dran gewesen eigentlich. Definitiv. Definitiv. Jesus Christ, verliere ich immer viel Leben. Sehen meine Sprünge auch immer aus. Aber das ist auch echt schwer zu springen in so Souls-Teilen. Dein Charakter ist halt total träge und steif. Und Inti, danke auch für deine Community-Punkte. Dankeschön, ihr Lieben. Vielen Dank. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Guck mal, hier so ein bisschen Arsch-Content. Schön hin und her wampeln. Ah, jetzt hab's geschafft. Blitzbolzen. Wow, du bist ja ein Blitzbolzen. Okay, aber wie kommen wir da trotzdem rein?